Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie beim Oberösterreich-Gespräch. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Schön, dass Sie dabei sind und uns zuschauen und zuhören und vielleicht sogar mitdiskutieren. Über die Chatfunktion haben Sie die Möglichkeit, auch Ihre Fragen zu stellen. Corona betrifft uns alle, Corona geht uns alle an und jeder und jede von uns hat die Möglichkeit bzw. die Aufgabe, seinen und ihren Beitrag zu leisten, diese Krise zu überwinden und zu bewältigen. Einer natürlich ganz besonders, Landeshauptmann Thomas Stelzer, den ich sehr herzlich willkommen heißen darf. Ja. Herr Landeshauptmann, Sie haben vor kurzem in einem Zeitungsinterview einen interessanten Satz gesagt, wo ich Ihnen innerlich sehr zustimmen musste, nämlich Sie haben gesagt, Corona versetzt mich jeden Tag in Aufregung. Mich hat es ein bisschen erinnert auch an diesen Satz und diese Aussage von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mal gemeint hat, Corona ist eine Zumutung. Haben Sie wenigstens jetzt über die Feiertage ein wenig weniger Grund zur Aufregung gehabt und sozusagen ein bisschen entspannen können? Ja, die Feiertage waren sicher schön im Kreis der Familie, heuer mal in einer neuen Art und Weise, aber trotzdem für sich sehr schön. Aber Corona macht das, was es das ganze Jahr über gemacht hat und was es jetzt weiter tut, es hält uns wirklich täglich in Atem. Es gibt uns keine Pause und vor allem auch keine Sicherheiten. Corona steht ja sinnbildlich dafür, dass uns die Grundsicherheiten unseres bis damaligen Lebens genommen wurden, dass alles auf einer gesicherten Basis weitergehen kann, dass wir uns immer mit dem nach vorne schauen beschäftigen. Und vor allem, es ändert auch immer wieder seine Herausforderungen. Daher kannst du nicht, wenn du heute etwas entscheidest, sicher sein, dass das jetzt Tage oder Wochen lang hält, sondern man muss eben täglich auf Zug bleiben und das hat meine damalige Aussage, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Über Nacht war plötzlich alles anders. Oberösterreich war auf einem guten Weg unterwegs, wie auf der Autobahn mit 130, dann sozusagen eine Vollbremsung. Und plötzlich gab es auch für die Politik nur mehr zwei Ziele, nämlich Gesundheit zu schützen auf der einen Seite und Arbeit zu sichern. Darüber wollen wir heute diskutieren mit zwei Top-Experten zu diesem Thema, die ich jetzt auch an dieser Stelle herzlich willkommen heißen möchte und begrüße. Frau Dr. Monika Köppel-Turiner, herzlich willkommen. Sie ist die Leiterin des Wirtschaftsforschungsinstitutes ECO Austria, und zwar seit Herbst vergangenen Jahres. 2020 war für Sie ein ganz besonderes Jahr, auch in beruflicher Hinsicht, muss man sagen. Sie haben sich nämlich auch an der JKU, also an der Johannes Kepler Universität, hier habilitiert. Herzliche Gratulation dazu. Ihre Forschungsschwerpunkte, öffentliche Finanzen, Verteilungsfragen, Steuerwettbewerb und Fragen der politischen Ökonomie. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, die Politik, würde Sie die reizen, weil das muss man Wirtschaftsforschung Forscher und Forscherinnen in Zeiten wie diesen fragen? Oder schließen Sie das aus für sich? Nein. Also ich bleibe, wo ich bin, da bin ich glücklich. Aber es war für uns auch ein besonderes Jahr. Wir haben, glaube ich, viele Leute in Österreich waren in Kurzarbeiten, oder waren arbeitslos. Ja. Wir Wirtschaftsforscher, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben viel mehr Arbeit gehabt als sonst. Und es ist auch nicht nur gut, weil wir haben natürlich auch die Probleme. Wir müssen die Politik beraten, sodass diese Probleme, die jetzt auf uns zukommen, die Probleme, die wir jetzt hatten, gut gelöst werden, genau, sodass Standort Österreich und Oberösterreich im Speziellen weiterhin erhalten wird. Da begrüße ich auch Dr. Christoph Badelt, einen der renommiertesten und bekanntesten Wirtschaftsforscher und Experten in diesem Land. Seit 2016 Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitutes, davor viele Jahre Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien und auch Vorsitzender der Österreichischen Universitätenkonferenz. Seine Schwerpunkte Sozial- und Wirtschaftspolitik, viel Erfahrung in diesem Bereich, muss man nicht extra betonen und erwähnen, die sie natürlich über die Jahre hinweg auch als Mitglied in vielen Kommissionen und Beratungsgremien immer wieder eingebracht haben. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Ich nehme an, die Politik interessiert Sie mäßig wahrscheinlich jetzt aktiv im Sinne von, dass Sie noch in die Politik einsteigen wollen, oder wäre das auch ein Thema? Nein, ich glaube, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Ich bin in meinem Beruf sehr glücklich und es hat mich auch niemand gefragt. Ich denke mir, ich habe eine Laufbahn als Wirtschaftsforscher und auch als Wissenschaftsmanager hinter mir und werde das noch weiter betreiben. Martin Kocher ist aber natürlich jetzt der Mann der Stunde, klarerweise. In Zeiten wie diesen ruht sozusagen der Fokus voll auf ihm. Was erwarten Sie, Herr Landeshauptmann, vom neuen Arbeitsminister?
Ich bin froh, dass wir mit ihm einen kompetenten Partner haben in der Arbeitsmarktpolitik, denn auch wenn wir in Oberösterreich stolz darauf sind, dass unsere Arbeitslosenraten niedriger sind als in den anderen Bundesländern, sie sind trotzdem ungewohnt hoch. Daher eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die fordert uns jetzt. Da brauchen wir auch den Minister als Partner. Nur die kann man nicht klinisch für sich machen. Da muss auch wirtschaftliche Zuversicht, wirtschaftlicher Aufschwung natürlich dazukommen. Und das ist unser Grundthema jetzt in diesen Monaten im Jahr 2021. Ich habe es am Beginn ja bereits angedeutet. Oberösterreich war auf einem sehr guten Weg unterwegs. Schuldenabbau im Plan, Wirtschaft und Export, Bundesland Nummer 1. In einer internationalen Studie hat Oberösterreich den größten Aufstieg aller europäischen Regionen hingelegt. Und dann kam Corona, das schmerzt natürlich ganz besonders. Auf der anderen Seite ist es eine Realität. Aber die gute Ausgangsbasis, die gute Ausgangsposition hat die geholfen, auch einigermaßen besser durch die Krise zu kommen? Das ist genau der Punkt. Natürlich schmerzt es, wenn du einen Erfolgslauf hast und dann wird der unterbrochen. Da geht es jedem gleich, uns und mir natürlich auch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, möglichst schnell die Realitäten zu akzeptieren und zu sagen, jetzt müssen wir halt unter diesen Rahmen schauen, dass wir vorwärts kommen und das Beste daraus machen. Und wie Sie richtig sagen, die sehr vernünftige Haushaltsstandortpolitik, die wir zuvor machten, gibt uns jetzt die Möglichkeit, dass wir mehr und kräftig auch in die Hand nehmen, investieren, sichern. Und es geben uns auch offensichtlich internationale Beobachter viel Vertrauen, weil die Ratingagenturen trotz dieser Herausforderung uns auf dem gleichen Status wieder geratet haben wie im Jahr zuvor. Und das ist aus meiner Sicht beachtlich, soll uns helfen, dass wir jetzt auch schnell in die Schwünge kommen. Meine Damen und Herren, ich darf an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren bzw. Ihre ganz konkreten Fragen an den Landeshauptmann bzw. an unsere beiden Wirtschaftsexperten hier zu richten und zu stellen. Über die Chat-Funktion können Sie mitreden. Ich werde versuchen, einfach die Anmerkungen, die Kommentare, vor allem aber die Fragen immer wieder auch in unsere Diskussion hier einfließen zu lassen und einzubauen. Herr Dr. Badelt, jetzt hat das WIFÖ ja auch schon viele Jahre auf dem Rücken, wenn ich das salopp so sagen darf. Seit 1927 forscht man ganz konkret zur österreichischen Wirtschaft. In dieser Zeit gab es natürlich schon viele Krisen. Wir sind jetzt sehr oft und vielleicht zu oft, dann lassen wir uns hinreißen dazu, von historisch zu sprechen, beziehungsweise zu Superlativen immer wieder hinreißen zu lassen. Die größte Krise, die höchste Arbeitslosigkeit. Wie stellt sich das für den Wirtschaftsforscher da eigentlich? Naja, die Wirtschaftsforscher sind gewohnt, mit Empirie zu arbeiten. Und empirisch muss man einfach sagen, es ist die stärkste Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das hat es einfach seither nicht gegeben. Und wenn Sie sich überlegen, dass zu Spitzenzeiten des Jahres 2020 die Summe an Kurzarbeitenden und Arbeitslosen praktisch die Hälfte des Arbeitskräftepotenzials ausgemacht haben, also jetzt sind wir Gott sei Dank davon wieder weg, dann sehen Sie, was das für Verwerfungen betrifft. Aber anders als die damalige Krise hat Gott sei Dank die Politik richtig reagiert und eben nicht zugelassen, dass aus einer Wirtschaftskrise so eine massive Sozialkrise mit all den Folgewirkungen, die das dann in die Politik hinüber gehabt hat, geworden ist, wie das heute im vorigen Jahrhundert der Fall war. Frau Köppel-Turiner, Sie haben vor kurzem auf Twitter in einem Tweet gemeint, Corona hat die Bundesländer unterschiedlich getroffen und Sie haben darauf hingewiesen, dass die mit höherem Anteil der Industrie und niedrigeren Anteil an Dienstleistungen tendenziell weniger betroffen waren oder besser ausgestiegen sind. Das knüpft ja nahtlos an das an, was wir vorhin auch mit dem Herrn Landeshauptmann bereits besprochen haben. Oberösterreich und Vorarlberg sind eben die Bundesländer, die den höchsten Industrieanteil haben, ungefähr 40%. Können Sie das ein bisschen erklären, warum das so ist? Und ist das ein Erfolgsrezept auch für die Zukunft?
Diese Krise war in dem Sinne speziell, dass sie insbesondere den Dienstleistungsbereich getroffen hat, vor allem durch die Lockdowns. Und da war die Industrie natürlich weniger betroffen durch direkte Lockdowns. Im Frühling konnte die Industrie weiter produzieren. Was Güterexporte betrifft, nach dem kurzen Einbruch im Frühling haben sie sich fast vollständig erholt. Im September waren die wieder auf dem Vorjahrsniveau, im Spätherbst sogar schon ein bisschen höher. Das heißt, diese spezielle Krise natürlich hat die Dienstleistungen stärker getroffen. Die Industrie war auch betroffen, vor allem am Anfang der Krise durch Unterbrechung der Wertschöpfungsketten, durch geschlossene Grenzen. Aber in Summe waren natürlich Tourismus und personennahe Dienstleistungen da deutlich stärker betroffen, vor allem durch den zweiten Lockdown, der dann nicht mehr sozusagen andere Bereiche so stark belastet hat. Ob das ein Rezept ist, natürlich ist es so, dass wir nicht wissen, wo die nächste Krise ist. Also wir können nicht sagen, dass es einen Bereich gibt, das durch alle Krisen am besten ausgerichtet ist. Man kann allerdings sagen, dass die Volkswirtschaften, dazu gehört aber auch Oberösterreich, die nicht nur an ein Pferd setzen, nicht nur an ein Gebiet sind, sondern mehr als verschiedene Sachen, verschiedene Wertschöpfungsketten, verschiedene Partner, die sind dann resilienter, weil wenn eine Krise kommt, dann trifft das wirklich nicht die gesamte Wirtschaft, sondern nur einen Teil. Und das war für die Bundesländer, wo der Tourismus so viel mehr an die Wertschöpfung ausmacht, natürlich um einiges problematischer. Also Rezept ist Resilienz, das erreicht man dadurch, dass man verschiedene Partner hat, verschiedene Exportländer, verschiedene Importpartner und verschiedene Wertschöpfungselemente. Wir werden auf das Thema Arbeitsmarkt explizit ja auch noch zu sprechen kommen. Ich möchte Sie nur gleich am Beginn jetzt auch fragen. AMS-Chef Johannes Kopf hat vor kurzem ja gemeint, dass die Arbeitslosigkeit bald wieder sinken wird. Eco Austria, also Ihr Institut, beobachtet das natürlich auch ganz genau und hat hier auch entsprechende Expertisen und Studien gemacht. Stimmen Sie ihm dazu oder sind Sie da pessimistischer? Was wir mit der Kurzarbeit vor allem und mit der Unterstützung der Unternehmen letztes Jahr erreicht haben, ist, dass der massive Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert worden ist. Das hatte Professor Badelt auch gesagt. Wir haben diese große Sozialkrise nicht gehabt. Was allerdings noch ein Problem bleibt, ist, dass so das Arbeitslosigkeit auf Dauer sinkt, braucht es auch neue offene Stellen. Und wir werden keine neue offene Stellen haben, solange die Unternehmen nicht sicher sind, dass es zum Beispiel zu keinem weiteren Lockdown kommt, dass es die Situation nächstes Jahr sicher ist. Und da sind wir ein bisschen in den medizinischen Bereich, warum die Impfungen so wichtig sind für diese Sicherheit und warum ich glaube, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis sich der Arbeitsmarkt noch vollständig erholt und warum wir vielleicht zusätzliche Maßnahmen brauchen, sei das der Bundes- und Landespolitik, um diese neue offenen Stellen zu schaffen und mehr Sicherheit den Betrieben geben, dass sie tatsächlich neue Leute einstellen können. Deckt sich das mit Ihren Einschätzungen? Ja, wir haben ja vom WIFO konkrete Arbeitsmarktprognosen auch gemacht und wir gehen davon aus, dass im Jahr 2021 die Arbeitslosenrate nur um etwas mehr als 1 Prozentpunkt sinken wird gegenüber dem Jahr 20, jetzt im Jahresdurchschnitt gesehen. Und während wir glauben, dass wir vom Produktionsniveau wohl Ende 2022 das Vorkrisenniveau erreicht haben werden, gibt es jede Menge empirische Evidenz, dass die Arbeitslosigkeit viel langsamer sinkt, als die Produktion wieder nachzieht. Insofern wird Arbeitsmarktpolitik zu einem der zentralen Themen für die Wirtschaftspolitik auf allen Ebenen, auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene. Der neue Arbeitsminister ist von seinem Fachgebiet her Verhaltensökonom. In der Wirtschaft geht es sehr viel um Psychologie. Manche sagen sogar vielleicht mehr als um alles andere. Es gibt diesen rationalen Homo economicus eigentlich gar nicht. Sie, Herr Landeshauptmann, sind natürlich selbst in Zeiten wie diesen vielleicht nicht immer physisch in unmittelbarem Kontakt mit den Menschen, aber reden viel mit den Leuten, tauschen sich aus, kriegen vor allem auch viel Post. Wie würden Sie denn die Stimmung einschätzen im Moment, auch in der oberösterreichischen Wirtschaft? Ich würde sagen, dass es durchaus längere Zeit gebraucht hat, bis wir in der Breite unserer Bevölkerung realisiert haben, Corona ist nicht etwas, was uns einmal kurz erschüttert und dann wieder weg ist, sondern dass das wirklich länger bleibt. Und in dieser Phase, dass jetzt viele, viele realisieren, das ist geblieben und wird uns leider auch noch Monate beschäftigen, sind wir jetzt. Das führt natürlich dazu, dass sich viele Sorgen machen, Gedanken machen, im familiären Bereich, im schulischen Bereich, aber ganz besonders, was den Job und die Arbeit anlangt. Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass ganz viele sich überlegen, und wie geht's weiter? Wann komme ich
zur Impfung, wann bin ich dran, wie schnell kann das gehen, weil dann habe ich dieses und jenes vor. Also neben dieser Sorge, die es berechtigterweise gibt, gibt es schon auch ganz viel Zuversicht und das passt ja zu Ihrer Frage, das ist ein Stoff, den wir dringend brauchen, Zuversicht, Optimismus, positive Einstellung, damit wir auch wirklich nach vorne kommen. Oberösterreich hat tief in die Tasche gegriffen, wenn ich das salopp so sagen darf, um der Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt, dem Gesundheitsbereich durch die Krise zu helfen. Nach Jahren, in denen Schulden sehr erfolgreich abgebaut worden sind, wird Oberösterreich 2021 wieder Schulden machen. Wie geht es Ihnen damit? Ja, grundsätzlich habe ich keine Freude, weil ja mein Programm war, ausgeglichene Budgets zu gestalten. Das ist auch gelungen in den letzten Jahren und wir haben auch eine 500 Millionen Schulden in gut 2 Jahren abbauen können. Aber man muss die Verantwortung so wahrnehmen, wie sie sich stellt. Und wer, wenn nicht die öffentliche Hand, sollte jetzt in die Vollen gehen, sich einsetzen? Und es ist ja nicht so, dass wir Schulden machen und es steht dem nichts gegenüber, sondern wir haben ja eine Gegenleistung, wenn man so formulieren darf. Wir sichern damit Arbeitsplätze, wir schaffen dadurch auch Infrastruktur, die uns auf längere Frist resilient macht, wie Sie das angesprochen haben. Also es gibt ja eine zweite Waagschale und all das soll ja dazu führen, dass wir irgendwann einmal hoffentlich bald wieder in einer leistungsfähigen Wirtschaft sind, die auch wieder Einnahmen auch für den Staat generiert und dass wir dann wieder auch einmal zu diesen ausgeglichenen Budgets zurückfinden können. Jetzt aber geht es darum, diese Krise zu überwinden und da muss die öffentliche Hand, auch das Land natürlich, dafür da sein. Bleiben wir noch bei diesen öffentlichen Hilfspaketen. Stellen Sie sicher und sind Sie ein Garant dafür, dass Österreich und auch Oberösterreich jetzt ganz konkret tatsächlich wettbewerbsfähiger sind dann als andere Länder im Endeffekt? Oder muss man damit rechnen, dass vieles auch dann einfach halt abzuschreiben ist? Die staatlichen Hilfen haben tatsächlich dafür gesorgt, dass wir keine noch tiefere Krise hatten. Die staatlichen Hilfen haben die Nachfrage stabilisieren können, auch Einkommen der Menschen großteils stabilisieren können durch die Kurzarbeitregelungen. Was die aber nicht können, sind die staatliche Hilfe kann in diesen Sinnen nicht die Strukturprobleme lösen. Und für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes oder eines Bundeslandes sind vor allem langfristig vor allem die Strukturen relevant. Und einige dieser Strukturen wird man natürlich auch in der kommenden Zeit angehen müssen. Beispielsweise die typischen Probleme des österreichischen Arbeitsmarkts, wo Oberösterreicher insbesondere darunter leidet, ist Fachkräftemangel mit gleichzeitig hohen Arbeitslosigkeit in anderen Regionen. Da braucht es aber strukturelle Lösungen. Auch für die Langzeitarbeitslosigkeit braucht es strukturelle Lösungen, wie etwa Weiterbildungen. Und durch diese Maßnahmen können wir garantieren, dass der Standort erhalten wird. Das heißt, Herr Dr. Bartl, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Akutphase, für die Akutmaßnahmen, ja, super. Wie schaut es mit der Nachhaltigkeit aus? Naja, jetzt muss man schon sagen, ganz spezifisch auf Oberösterreich bezogen. Die oberösterreichische Industrie zählt zu den Spitzenreitern der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen regionalen Einheiten, die wir auch im WIFO untersucht haben. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Arbeitsproduktivität. Da liegt sie wesentlich günstiger als der EU-Durchschnitt und dergleichen mehr. Also von der Seite her gibt es einmal eine gute Basis. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir, und Oberösterreich ist keine Insel, sondern lebt im Rahmen des Bundes, dass wir da natürlich gerade auch im öffentlichen Sektor Strukturelemente haben, die eine Änderung brauchen. Also etwa in der Abgabenstruktur. Wir haben eine viel zu hohe Belastung des Faktors Arbeit. Das betrifft jetzt alles einmal die Bundesebene, aber das wirkt dann natürlich auch, ja. Ich glaube auch, dass wir, obwohl das Umstellungen braucht, die wir langfristig einführen müssen, eine stärkere Orientierung an den Ressourcen, an der Umwelt brauchen werden im Abgabensystem, um nur 2 Beispiele zu nennen. Und da ist natürlich jetzt Oberösterreich halt einfach Teil des Systems. Und wenn man jetzt sich überlegt, ich kenne eigentlich keinen Ökonomen oder keine Ökonomin, die dagegen war, dass man jetzt massiv in die Verschuldung hineingeht. Aber wenn die Krise dann vorbei ist, dann wird man auch wieder konsolidieren müssen. Und dann wird die
politische Entscheidung fällig. Was sind die wirklichen Prioritäten des öffentlichen Sektors? Wo muss man mehr investieren und wo muss man auch ein Stück weit zurückfahren? Denn Sie können nicht auf Dauer Defizite fahren. Das führt in ein finanzielles Desaster. Das führt mich zur nächsten Frage, die gar nicht von mir stammt, sondern von Ernst Mayr, der uns im Vorfeld dieses Gespräches bereits geschrieben hat. Er meint, die Wirtschaftshilfen kosten viel Geld. Derzeit spielt Geld ja keine Rolle. Je mehr der Staat ausgibt, umso besser scheint es. Wer wird das bezahlen? Rechnen Sie mit neuen Steuern? Ich würde diese Frage jetzt einmal sozusagen in die Runde werfen. Ich würde sagen, dass jetzt über neue Steuern zu reden, wäre ein ganz falsches Signal, insbesondere auch für die Wirtschaft. Wir haben jetzt eine tiefe Krise. Die Unternehmen wissen nicht, ob sie dann bis morgen überleben. Und jetzt noch zu sagen, wir möchten die Steuern noch erhöhen, würde diese Sicherheit natürlich nicht beschaffen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht auch, dass wir neue Steuern brauchen werden, weil jetzt mal die Weisheit zu sagen, Österreich hat kein Einnahmenproblem. Wir haben steigende Einnahmen. Wir müssen allerdings wirklich schauen, ob wir unser Geld immer effizient einsetzen. Mein Institut Eco Austria spezialisiert sich auch auf Effizienzvergleiche, wo wir zeigen können, in welchen Bereichen könnte man das Geld mit demselben Geld mehr erreichen oder dasselbe erreichen mit weniger Geld. Und ich glaube, das ist der Rezept zur Konsolidierung, an die bereits zu schauen, wo vielleicht in manchen Fällen Geld noch besser eingesetzt werden könnte. Somit können wir auch neue Steuern vermeiden. Keine neuen Steuern, aber dafür eine Verwaltungsreform, Herr Professor Bartelt. Na, vom Prinzip her stimme ich dem schon zu. Nur ist natürlich, wenn ich mal überlege, wie viel Geld schon mit Verwaltungsreform eingespart worden ist in Relation zu dem, was angekündigt worden ist, was eingespart werden wird, da schaut die Bilanz nicht wahnsinnig gut aus. Aber lasst uns das einmal etwas sachlicher betrachten. Faktum ist, dass wenn die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt, sich ein Teil des Budgetdefizits tatsächlich von selbst auflöst, einfach durch die gestiegenen Einnahmen und durch die nicht mehr vorhandene Notwendigkeit, die großen Ausgaben aufrechtzuerhalten. Wir haben Mittelfristprognosen im WIFO gemacht. Da könnte man davon ausgehen, dass das Budgetdefizit so in 3-4 Jahren langsam verschwindet. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Welt und die Wirtschaftspolitik besteht nicht nur aus Corona. Es gibt jede Menge andere Themen, die durchaus berechtigt, für sich berechtigt, Ansprüche an öffentliche Ausgaben auslösen. Denken Sie nur an die Pflege, denken Sie an manche Bildungsfragen, denken Sie an manche Umweltinvestitionen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Dann gibt es Automatismen, wo die Staatsausgaben hinaufgetrieben werden, ohne dass das jemand will, aber aus der Kombination von demografischen Gründen und aus Arbeitsmarktgründen, wie zum Beispiel bei den Pensionen. Mit anderen Worten, diese Vorhersagen, dass wir aus dem Defizit sozusagen hinauswachsen, die gelten nur, wenn es keine zusätzlichen Staatsausgaben für nichts gibt. Das ist aber wieder nicht gerechtfertigt. Also wird es eine solche Diskussion brauchen, was sind die wichtigsten Ausgaben und wo kann man allenfalls durch strukturelle Verbesserungen einsparen. Und ich sage das jetzt ganz bewusst auch, weil ich hier in einem Bundesland bin, da gibt es schon Themen, etwa rund um den Finanzausgleich, die immer auf die lange Bank geschoben werden, weil sie natürlich schwierig sind zu verhandeln, das ist mir schon klar, aber man wird wahrscheinlich hier etwas tun müssen. Da sind wir jetzt schon sehr beim Sparen. Es geht vor der Hand noch ums Geld ausgeben, ums Investieren bzw. um Förderungen. Da ist eine ganz konkrete Anfrage oder Anmerkung hereingekommen über den Chat. Da heißt es, zusätzlich zu den zugesagten Milliarden sollten die Gemeinden weiteres Geld für Investitionen erhalten. Eine spezielle lokale Wertschöpfung, Wirtschaft etc. kann damit erreicht werden. Herr Landeshauptmann, die Gemeinden. Die Gemeinden sind deswegen wichtig, weil wir dort am unmittelbarsten sind und die kleinteilige, die regionale Wirtschaft stützen können und damit dort auch Arbeitsplätze sichern. Daher macht Sinn die Investitionen, die vor Ort laufen. Ob das die Schulsanierung ist, ob das der Weiterbau irgendeines Kommunalgebäudes ist, die sind deswegen wichtig, weil sie den regionalen Kreislauf in Schwung halten und damit dort auch stützen. Daher werden die Gemeinden unterstützt. Die Bundesregierung hat dankenswerterweise schon zwei Pakete gemacht. Wir als Land haben auch noch eines draufgepackt, um einerseits die Investitionen
zu ermöglichen, aber auch um den laufenden Betrieb zu erhalten. Denn der Professor Bartelt hat es angesprochen. Wir haben den Finanzausgleich, wir haben einmal Steuereinnahmen, die dann aufgeteilt werden und die Gemeinden sind sozusagen die nächste, aber auch die kleinteiligste Einheit. Und die müssen im Sinne auch der Bürgerfreundlichkeit ihren Betrieb aufrechterhalten können. Darum ist es wichtig, dass die jetzt diese Unterstützung bekommen. Wie angekündigt, möchte ich noch einmal zurückkommen jetzt zum Thema Arbeitsmarkt bzw. Arbeitslosigkeit. Sie haben das ja vorhin schon angesprochen, Herr Landeshauptmann. Die Arbeitslosigkeit ist in Oberösterreich auf dem geringsten und niedrigsten Stand im Bundesländervergleich. Aber auch in Oberösterreich wächst natürlich diese Zahl. Sie haben gesagt, man wird hierzulande um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen. Aber wie wollen Sie das machen? Sie können ja Unternehmen, privaten Unternehmen nicht vorschreiben, ob sie Leute weiter beschäftigen oder nicht. Das stimmt. Die Aufgabe der Politik kann auch immer nur sein, Basis oder Rahmen zu schaffen oder anzureizen. Das tun wir mit dem Oberösterreich-Plan, der jetzt in 5 Jahren ab jetzt beginnend 1,2 Milliarden zusätzlich bringt in Investitionen, in Bildung, aber auch in Forschungsprojekte und in Arbeitsmarktpolitik. Warum ist das wichtig? Auf der einen Seite haben wir auch jetzt in dieser Krisenphase Betriebe im Land, die jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringend suchen würden. Das ist eine Frage, kann man Leute qualifizieren, kann man die weiterschulen, aber auch, wie ist die Mobilitätsausstattung, wie kann ich gut eine Region erreichen? Es ist auf der anderen Seite aber auch eine Frage, wo kann man Leute noch mehr interessieren? Die Pflege wurde schon angesprochen. Dort suchen wir auch jetzt dringend Leute, die stehen auch im Fokus. Die betreuen jene Personen, die zu den gefährdetsten Gruppen durch Corona gehören. Dort haben wir nach wie vor viel zu wenig. Also das ist auch ein Punkt, wo wir entsprechend hineingehen müssen. Da muss man halt jetzt klug investieren und Anreize setzen. In der Pflege beispielsweise tritt jetzt mit Anfang Februar ein Paket in Kraft, das wir verhandelt haben. Nicht nur, um dort die Entlohnung aufzubessern, sondern auch, um die Arbeitsrahmenbedingungen zu verbessern, Nachtdienste, mehr Personal, mit mehr Personal auszustatten, mehr Unterstützungspersonal in der Pflege zu geben. Das führt hoffentlich dazu, dass wir dort auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Passend zu diesem Thema hat uns Helmut Herzog geschrieben, zum Thema Arbeitslosigkeit, nämlich versus offene Stellen. Auch wir haben sehr viele offene Stellen, schreibt Herr Herzog. Leider ist die Motivation sehr vieler Arbeitssuchenden aktuell nicht zufriedenstellend. Wie kann dem entgegengewirkt werden? Und etwas ironisch wohl hängt er dann die Frage an, bezahlt man den Arbeitssuchenden auch eine Prämie, wenn sie eine Arbeit annehmen? Also ich glaube, Arbeitslosigkeit ist ein Schicksal, das wir ernst nehmen sollten, und es tut mir jede und jeder leid, der nicht mehr arbeiten kann und damit auch Sicherheit für seine Familie, für den Kredit, den er laufen hat und so weiter verliert. Aber es muss auch klar sein, dass der Anreiz, in Arbeit zu gehen, immer groß genug ist, dass daher die Differenz, was kann ich mir durch Arbeitseinsatz, durch eigene Leistung erwerben, zu dem, was bekomme ich sowieso an staatlicher Unterstützung, der muss immer so groß sein, dass die Motivation gegeben ist. Wir haben sicher ein Thema, das möchte ich noch einmal unterstreichen, dass wir oft Nachfrage nach Arbeitskräften hätten, dringende Suche nach Arbeitskräften, aber dort lokal viel zu wenige vorhanden sind. Das ist in einem so großen Bundesland wie Oberösterreich trotzdem nach wie vor ein Thema der Erreichbarkeit, des sicheren Verkehrs, auch des öffentlichen Verkehrs. Darum investieren wir dort jetzt auch. Übrigens seit 2 Jahren in Oberösterreich eine Trendwende. Wir geben jedes Jahr mehr in den öffentlichen Verkehr als in den klassischen Straßenbau. Das kann mithelfen, es ist aber natürlich eine Motivations- und auch eine Bildungsfrage. Frau Köppel-Thuriner, der neue Arbeitsminister hat noch in seiner Zeit als IHS-Chef immer wieder gesagt, dass die Kurzarbeit keine Dauerlösung sein kann. Er wurde jetzt natürlich seit dem Wochenende schon mehrmals von Journalistinnen und Journalisten gefragt, wie er sich die Zukunft der Kurzarbeit vorstellt, und hat sich da etwas bedeckt noch bis jetzt gehalten. Faktum ist, dass zu Neujahr die Kurzarbeit zum 3. Mal verlängert worden ist, bis Ende März. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht ganz generell jetzt einmal die Kurzarbeit für Arbeitsplätze und Wirtschaft im Allgemeinen, aber vor allem, wie soll es aus Ihrer Sicht weitergehen damit?
Kurzarbeit war sehr wichtig in der Krise, das haben wir ja bereits gesagt. Also sie hat da das verhindert, dass zum Spitzenpunkt der Kurzarbeit im Juni waren österreichweit über 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das ist die Zahl, die nicht arbeitslos geworden ist. Vielleicht nicht die gesamte Zahl davon wäre arbeitslos geworden, aber jedenfalls ein großer Anteil davon. Das war wichtig. Nur Kurzarbeit, das hat der Martin Kocher neuerlich in einem Interview gesagt, hat nicht nur Vorteile erstens, weil die Kurzarbeit hat einen Effekt, dass sie auch bestehende Beschäftigungsverhältnisse, sagen wir mal, zementiert, was einerseits gut ist, aber andererseits kann bedeuten, dass die Person vielleicht in einem anderen Unternehmen in einem produktiveren Arbeitsverhältnis gewechselt hätte, was sie jetzt nicht tut. Deswegen, das kann man nicht auf Dauer verlängern. Das ist jetzt mal das Erste. Und zweitens, Kurzarbeit verhindert auch nicht, dass die Personen neue Stellen finden. Sie verhindert, dass die Personen arbeitslos werden, aber sie tut nichts für die Arbeitslosen, die bereits arbeitslos sind. Und für die braucht es andere Maßnahmen. Und aus meiner Sicht eine gute Mischung wäre zu sagen, wir brauchen neue Instrumente für die Neuanstellungen. Das heißt, dass mehr neue offene Stellen entstehen. Und die Kurzarbeit würde ich eben aus dem Grund, den ich genannt habe, dass diese bestehende Strukturen vielleicht nicht immer vorteilshaft zementiert, nicht auf Dauer verlängern und vielleicht über Smiles hinaus nur für die Branchen zugänglich machen, die tatsächlich direkt von Lockdowns betroffen sind, beziehungsweise vielleicht etwas umgestalten, dass diese Maßnahme wirklich treffsicherer noch wird. Aber das wird sehr stark noch davon abhängen, wie wir mit den Impfungen, mit der medizinischen Situation ausschauen, weil wenn es tatsächlich noch breiter die Krise ist und mehrere Branchen Lockdown sind, werden wir diesen Instrument natürlich weiterhin brauchen. Okay, das heißt, Herr Professor Badelt, auch hier wieder als Akutmaßnahme, ja super, aber keine Dauerlösung. Die Frage ist nur, wann ist die Akutphase vorbei? Das ist offensichtlich ja gar nicht so klar und nicht so eindeutig. Wie ist denn da Ihr Zugang? Nein, das ist nicht vorbei, aber ich glaube, man kann hier auch in Schritten vorgehen. Also beispielsweise war in der ersten Phase wirklich die Sicherung des Einkommens und zwar sehr, sehr pauschal, die ist im Vordergrund gestanden. In der Zwischenzeit stellt sich dann aber heraus, dass es auch innerhalb der Unternehmen durchaus, ich sage mal, Motivationsprobleme gibt, wenn die einen in die Arbeit kommen, voll arbeiten und die anderen sind in Kurzarbeit, sind daheim und kriegen das unter dem Strich das gleiche Geld. Ja? Also es muss auch ein Anreizsystem geschaffen werden, dass auch ein Unternehmen, wenn es die Chance hat, wieder zusätzliche Umsätze zu lukrieren, dann die Leute auch wieder mehr beschäftigt. Und das ist etwas, was sowohl aus der Sicht des Arbeitenden wichtig ist, weil der muss einen Vorteil davon haben, wenn er arbeitet und nicht daheim ist, als auch aus der Sicht des Unternehmens. Das heißt, es geht meiner Meinung nach um zwei Dinge. Es geht darum, dass man eine stärkere Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten Arbeitsleistung innerhalb des Entgelts festlegt. Und zweitens wird man nicht über alle Branchen hinweg die gleichen Regelungen erfinden können. Zum Teil ist es sogar innerhalb der Branchen so. Ich sage mal, in der Stadthotellerie wird wahrscheinlich die Kurzarbeit noch länger notwendig sein als in einem Landgasthaus, wo, wenn einmal die ärgsten Corona-Probleme weg sind, die Auslastung eh fast so ist wieder wie vorher. Das heißt, man wird stärker differenzieren müssen. Das ist zwar mit Aufwand verbunden, aber es schafft mehr Treffsicherheit und es spart auch Geld. Man sollte nicht vergessen, dass die Kurzarbeit und der Fixkostenzuschuss die zwei Posten innerhalb der knapp 50 Milliarden sind, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, die allerteuersten sind, die allerteuersten sind. Und beim Fixkostenzuschuss weiß man so nicht, weil der wird dann eher im Nachhinein beantragt. Aber da geht es in Summe um fast 10 Milliarden, die dafür reserviert sind. Weil Sie die Stadthotellerie zum Beispiel jetzt angesprochen haben, der Thomas Stockinger hat uns geschrieben, er ist Wirtesprecher auch in Oberösterreich. Wie wird sich denn, Herr Landeshauptmann, die Wirtshauskultur entwickeln? Stichworte, die da genannt werden, Abholservice, Dorfwirt, Servicedienstleistungen ganz generell. Und weiterführend dann die Frage, wie wird sich der Tourismus überhaupt entwickeln? Vor allem heißt da jetzt auch im Salzkammergut, Stichwort Sommerfrische, aber auch im urbanen Raum, Museen, Kongresse, Geschäftsreisen. Das ist ja alles schwer beeinträchtigt, um nicht zu sagen, liegt eigentlich am Boden.
Also erstens möchte ich dem Thomas Stocking, aber allen unseren Wirtinnen und Wirten sagen, ihr geht's uns ab, hoffentlich wir euch auch als Gäste. Vor allem deshalb, weil ja unsere Gastronomie auch ganz wichtige soziale Rollen in den Regionen übernimmt. Aber auch Hut ab davor, wie man sich jetzt auf die Krise eingestellt hat. Sie haben es angesprochen mit Abholservice, mit Lieferungen und so weiter. Leider bin ich auch nicht der Hellseher, den es geben muss. Wir wissen aus heutiger Sicht noch nicht, wie das angekündigte Ende des Lockdowns am 24. Jänner sich gestalten wird. Wir sind als Österreich keine Insel. Wir müssen auch schauen, was in Europa rund um uns los ist. Stichwort Deutschland, Stichwort Tschechien, unser Nachbar und vieles andere mehr. Wir streben an, dass wir aus dem Lockdown herauskommen. Unsere Methode, die wir jetzt haben, ist Testen anzubieten. Wir machen in Oberösterreich ein großes Testwochenende am hoffentlichen Ende des Lockdowns und dann ein verlässliches tägliches Testangebot quer durch die Regionen, um Sicherheit für sich, aber auch für die Familie und für den Arbeitsplatz zu bekommen. Also wie gesagt, wir streben an, dass es ein Ende des Lockdowns wird, dann natürlich auch wieder unter Bedingungen, auch mit der Vorlage eines Testergebnisses, wenn das jetzt diese Woche durchs Parlament geht. Aber so wie niemand traue auch ich mir jetzt eine Garantie zu übernehmen, dass es wirklich ein flächendeckendes Ende des Lockdowns wird. Momentan sind wir auf einem guten Weg, aber Corona hat uns leider schon viele unliebsame Überraschungen gebracht. Über ein Thema haben wir heute noch gar nicht gesprochen, über das Thema Unternehmensinsolvenzen. Da sind erst in den letzten Tagen wieder Einschätzungen der unterschiedlichen Kreditschutzverbände gekommen, die zum Teil sehr pessimistisch sind. Wir haben im Vorjahr die paradoxe Situation gehabt, möchte man sagen, paradoxe Situation, dass es eigentlich weniger Insolvenzen gegeben hat. Jetzt ist die Prognose, dass wir 2021 ganz anders ausschauen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Zuerst mal, wir hatten tatsächlich weniger Insolvenzen gehabt, aber das ist nicht das echte Bild, weil wir Insolvenzmeldepflicht ausgesetzt haben. Das läuft auch erst Ende März ab und dann werden wir erst ein bisschen mehr wissen. Was den Bundesländervergleich betrifft, hier kann man sagen, dass sich Oberösterreich jedenfalls weniger Sorgen machen muss aus meiner Sicht als andere Bundesländer. Oberösterreich gehört zu den Regionen mit besten Eigenkapitalquoten, mit dem niedrigsten Anteil der Unternehmen, die vor der Krise 2019, das sind die letzten Daten, die uns vorliegen, niedrigsten Anteil der Unternehmen negativen Eigenkapital hatten und die besten Bonitäten haben. Das heißt, Oberösterreich ist jedenfalls das Region, wo weniger Insolvenzen geben wird als in anderen Bundesländern. Aber natürlich wird es welche geben, auch in Oberösterreich. Das ist aber auch ein Prozess, man muss diesen Prozess begleiten. Wichtig wird, dass wir auch die Maßnahmen schaffen und dass schnell neue Unternehmen gegründet werden können und dass schnell neue Arbeitsplätze entstehen werden. Also das ist, ich rechne schon mit Insolvenzen und deswegen müssen wir diese begleiten. Wir müssen die Leute abfangen kurzfristig und die Leute vielleicht weiterbilden für andere Jobs. Und wir müssen es ermöglichen, dass schnell neue Firmen gegründet werden und schnell neue Arbeitsplätze entstehen. Danke, Herr Professor Badl. Wie ist da Ihre Einschätzung? Zwei Ergänzungen noch zu meiner Vorrednerin. Erstens, es ist evident, dass die Stundungen und Reduktion von Vorauszahlungen etc., die im Bereich der Finanzämter und der Sozialversicherung gemacht worden sind, dass das nicht ewig fortgesetzt werden kann. Aber es wird schon auch ein bisschen davon abhängen, ob man wirklich längere Fristen gewährt, um diese Beträge nachzuzahlen. Soweit ich den Finanzminister verstanden habe, hat er das vor. Denn es ist, wie die Frau Dr. Köppel ja schon gesagt hat, es ist ja gar kein Zweifel, dass diese Senkung der Insolvenzenzahl im vorigen Jahr eigentlich nur darauf zurückzuführen ist, dass halt die Finanzämter und die Sozialversicherung nicht die Verfahren eingeleitet haben. Also da gibt es schon eine gewisse Handlungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite werden wir um Insolvenzen nicht herumkommen, weil es halt einfach auch der natürliche Lauf einer Marktwirtschaft ist. Was ich schon sagen möchte, ist, dass die Insolvenzen zum Teil sehr etablierte, kleine Unternehmen treffen werden, womit eine große soziale Problematik vorhanden ist, weil das auch irgendwie ins Emotionale hineingeht. Aber von der makroökonomischen Sicht erwarte ich von den Insolvenzen eigentlich keine wesentliche Beeinträchtigung des Wirtschaftsaufschwungs, einfach deshalb,
weil die Krise vor allem die Dienstleister und die Kleinen getroffen hat. Die Großen sind davon nicht so sehr betroffen. Und die Großen, die in den letzten Monaten irgendwie sehr spektakulär zugesperrt haben oder was verlagert haben, da ist es in Wahrheit nie um Corona gegangen, sondern um andere Themen. Also mit anderen Worten, wir werden in diese sehr unangenehme Phase kommen müssen, aber ich erwarte mir keine großen makroökonomischen Verwerfungen dadurch. Wie ist da Ihr Zugang, Herr Landeshauptmann? Aus der Gesundheitskrise wurde eine Wirtschaftskrise. Wie kann man verhindern, dass aus der Wirtschaftskrise eine soziale Krise wird, so wie es Professor Badelt jetzt angedeutet hat? Da haben wir jetzt ja auch vieles gehört. Was für mich die wichtigste Basis ist, ist, dass dieses Gefühl oder das Commitment in der Bevölkerung, es geht nur, wenn wir zusammenhalten und zusammenhelfen, dass uns das nicht abhanden kommt. Es gelingt einerseits nicht, das Virus ohne Zusammenhalt zu überwinden, es gelingt aber auch dann nicht, das wieder stark machen oder einen Aufschwung herbeizuführen, wenn man nicht zusammenhält. Wir nehmen einmal für Oberösterreich in Anspruch, dass wir dieses Miteinander noch sehr, sehr breitflächig haben. Ich appelliere auch daran, dass wir das dringend brauchen werden. Und neben diesem Überbau sozusagen gibt es natürlich viele, viele Maßnahmen im Förderungsbereich, im Investitionsbereich, die wir setzen können, um möglichst vielen zu ermöglichen, auch kleineren und mittleren Unternehmen, um wieder auf Schwung zu kommen oder vielleicht auch in neue Felder hineingehen zu können. Stichwort neue Felder. Ich möchte da die Brücke schlagen zu einem Thema. Und da hilft mir die Frage von Volker Lenzeder sehr gut. Er ist bei Fronius International beschäftigt und er fragt Sie ganz konkret, Herr Landeshauptmann, wann werden in Oberösterreich die Rahmenbedingungen für die dezentrale Erzeugung von grünem Wasserstoff, welcher aus erneuerbarer Photovoltaikenergie gewonnen und für die Betankung von H2-Fahrzeugen abgegeben werden soll, dahingehend verbessert, dass derartig innovative und emissionsfreie Systeme nicht unter die IPPC-Bestimmungen fallen. Das klingt alles wahnsinnig kompliziert und technisch. Ich kenne mich da auch nicht aus, habe aber gelernt, dass die IPPC-Regelungen derzeit noch davon ausgehen, von einer emissionsbehafteten H2-Erzeugung aus Kohlenwasserstoffen, was beim Fronius Solhub-System nicht der Fall ist. Also um es vielleicht ein bisschen allgemeiner zu formulieren, diese Frage, innovative, aber auch klimafreundliche, umweltfreundliche Technologien, die jetzt vielleicht sozusagen deren Stunde jetzt geschlagen hat? Nicht nur die Frage, sondern auch das Unternehmen selber zeigt ja, dass Oberösterreich viele Unternehmer hatte, die schon vor der Krise nach vorne investiert haben. Und alleine, dass wir heute am Standort Oberösterreich darüber reden können, dass Wasserstoffnutzung zur Anwendung kommen kann durch Unternehmen wie Fronius. Nicht weit von hier in der Vöst läuft ein riesen internationales Forschungsprojekt, dass das auch industriell für die Energieerzeugung dann nutzen zu können. Das zeigt ja, dass der Innovationsgeist in unserer Wirtschaft samt ihren Mitarbeitern Gott sei Dank ein großer ist. Und das Thema Wasserstoffnutzung steht für mich symbolhaft dafür, überhaupt erneuerbare Energiequellen stärker zu nutzen. Das ist nicht nur gescheit, um das Klima auch entsprechend zu schützen, sondern es ist auch ein beinharter Wirtschaftsfaktor für uns, in dem schon viele Firmen, wie beispielsweise das angesprochene, wie Fronius, unterwegs sind und die uns neben den bisherigen Schwerpunkten, die wir haben, Automobil, Luftfahrt, Kunststoffbereich, auch moderne Textilbereiche, das uns auch einen zusätzlichen Schub geben kann. Und was immer dafür einen rechtlichen Rahmen wichtig ist, soweit das in Österreich machbar ist, werden wir natürlich versuchen, so zu erleichtern, dass die auch vorankommen können. Die Klimakrise ist ja etwas ins Hintertreffen geraten, könnte man zumindest meinen. Sie ist aber da natürlich. Und viele warnen und sagen, wir müssen sie im Auge behalten. Und wenn wir die Pandemie gelöst haben, hoffentlich, dann müssen wir uns schleunigst der Klimakrise wieder zuwenden. Besteht darin möglicherweise sogar eine Chance vielleicht auch für die Wirtschaft? Sehr wohl. Wir haben aus der beispielsweise letztes Jahr eine Studie durchgeführt, wo wir gezeigt haben, dass eine gewisse Umgestaltung auch des Steuersystems weg von Abgaben auf Arbeit, die zu hoch sind international oder sehr hoch sind international, und dafür ein Einsatz der Besteuerung, eine Bepreisung der CO2-Emissionen in einer Form einer CO2-Steuer oder Emissionshandel für die Bereiche, die nicht bereit in der EU-Emissionshandel vorhanden sind, könnte sogar
nicht nur nicht schädlich sein für die Wirtschaft, sondern auch eine Chance sein. Es wird aber auf genauer Gestaltung kommen. Die Studien, die ich kenne, sagen, ja, CO2-Steuer oder Emissionshandel, ja, aber das muss mit einer Senkung anderer Abgaben verbunden werden, wie beispielsweise der Einkommensteuersätze oder Abgaben auf Arbeit oder auf Körperschaftssteuer. Und wenn das passiert, oder vielleicht wird das noch eine Gegenfinanzierung für eine Investitionsprämien oder derartige Maßnahmen, die auch die Wirtschaft unterstützen, das kann eine Chance sein und das kann durchaus langfristig sogar zum höheren Wachstum und zur höheren Beschäftigung führen. Mhm. D'accord, Herr Professor. Ja, schon. Wobei die Besteuerungsseite ist nur die eine Seite. Die andere Seite, wo es einen unmittelbaren, zwar sehr positiven Zusammenhang gibt, ist die Investitionsseite. Die Bundesregierung hat das gezeigt, aber das ist zum Beispiel bei den Gemeinden auch ganz wichtig und auch bei den Ländern, soweit das etwa das Verkehrswesen betrifft. Man kann natürlich jetzt in der Phase, wo man Konjunkturpolitik betreibt, um zusätzliche Investitionen zu boosten, damit die Nachfrage wieder steigt, kann man hier auch sich sehr gut überlegen, investieren wir doch in Bereichen, die fürs Klima gut sind, die für die Umwelt gut sind, die für den öffentlichen Verkehr gut sind und dergleichen mehr. Und da hat der Bund einiges jetzt geplant, die Länder tun das auch und bei den Gemeinden, von denen ja vorher schon die Rede war, soll man nicht vergessen, dass ein großer Teil der Umweltpolitik in der Praxis in den Gemeinden stattfindet. Ja. Also mit anderen Worten, da kann man wirklich ein gut abgestimmtes Programm fahren, wo Klimapolitik und Konjunkturpolitik gut zusammenpassen. Und dann kommt noch die Abgabenseite dazu. Ein anderes Thema, das möglicherweise etwas ins Hintertreffen gelangt ist, ist der Bereich der Pflege, wenngleich sich jetzt gerade durch die Corona-Krise ja gezeigt hat, natürlich wie wichtig Pflegeeinrichtungen sind und natürlich das dazugehörige Personal. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass die Pflege tatsächlich dieses Problem auch tatsächlich angegangen wird? Es war ja nicht zufällig vorhin schon ein Thema, weil es eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen ist. Jetzt durch Corona steht es natürlich auch im Mittelpunkt, weil gerade die Gruppe der über 80-Jährigen, ganz besonders jene, die in Alten- und Pflegeheimen leben, für uns die wichtigsten sind, um sie schnell zur Impfung zu bekommen, weil die auch leider die Gefahr haben, dass die Krankheitsverläufe bei ihnen schwerer sein können als bei anderen. Das zeigt aber, dass dieser Bereich einfach wächst. Und ich muss noch einmal auf den sperrigen Finanzausgleich zurückkommen, der uns öffentlichen Händen, dem Bund, den Ländern und den Gemeinden die Steuermittel zuteilt, die fixiert sind. Wir als Länder und Gemeinden verantworten aber dynamisch wachsende Bereiche. Der Sozialbereich und der Spitalsbereich, der wächst klassischerweise durch unsere Bevölkerungsstruktur. Die Mittel sind aber bisher dafür sozusagen limitiert. Und darum ist diese Frage, wie lösen wir die Finanzierung der Pflege in Österreich insgesamt, eine ganz, ganz wichtige. Die wurde schon vor Corona von der damals noch neuen Bundesregierung begonnen und die müssen wir jetzt auch dringend weiterführen, denn dieser Zuzug in die Pflege oder dieser Bedarf an Pflege, der ist ja nicht gestoppt. Wir haben uns vorgenommen, eine Stunde zu diskutieren und wir haben diese Stunde schon fast verbraucht. Ich möchte daher schön langsam zum Ende kommen. Herr Professor Badelt, kommen wir zum Ausblick und wagen wir diesen Ausblick trotz aller Unvorhersehbarkeiten, gerade bei diesem Thema. Wie schätzen Sie als Chef des WIFO die Chance auf eine baldige Erholung ein? Wenn es uns gelingt, durch die Impfungen die Krankheit im Zaum zu halten, dann spricht nichts gegen eine baldige Erholung. Denn viele, da gibt es sogar starke Rebound-Effekte, die kommen werden. Die Frage ist, wann genau beginnt die? Ich würde aber mal schätzen, zur Jahreshälfte oder ein bisschen danach. Und dann müsste es eigentlich wirklich gut aufwärts gehen, damit sich auch die öffentlichen Finanzen erholen und dass wir auch wieder in unsere Exporte hineinkommen. Denn die wichtigen Exportmärkte, die leben ja auch ganz wesentlich mit oder ohne Corona-Hilfen. Mit anderen Worten, wenn in Deutschland die Wirtschaft wieder hinaufgeht, wenn in den EU-Ländern die Wirtschaft wieder hinaufgeht, dann wird uns auch die Exportwirtschaft entsprechend unterstützen. Aber was kann ein Bundesland wie zum Beispiel Oberösterreich jetzt tun? Was wären da Ihre Empfehlungen ganz konkret auch für die nächsten Monate? Also das Paradoxe ist, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ist tatsächlich die Bekämpfung der Epidemie das Allerwichtigste, auch für die Wirtschaft. Denn ohne das
wird es zu keiner nachhaltigen Verbesserung kommen. Und überall dort, wo die Länder Kompetenzen haben, das ist ja nicht nur jetzt bei den Impfungen, sondern auch bei diesen ganzen Spielarten des Lockdowns und so weiter, bei den Testungen und dergleichen mehr. Das ist das Allerwichtigste, sage ich auch als Wirtschaftsforscher. Weil ich genau weiß, solange das so geht, Lockdown auf, Lockdown zu etc., werden Sie keine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung haben. Da ist es gescheiter, noch ein bisschen länger zuzuhaben und die Zahlen wirklich runterzukriegen, dann mit den Impfungen anzuschließen und dann kann die Wirtschaft wieder durchstarten. Ich beschäftige mich selber sehr viel mit Geschichte und wenn man sich viel mit Geschichte beschäftigt, könnte man zum Schluss kommen, dass die Menschen nichts lernen. Aus der Geschichte lernt die Wirtschaft aus der Geschichte ganz konkret gefragt. Wirtschaftspolitik gelernt. Ganz konkret gefragt, was ist denn das Learning aus dieser Krise? Naja, das Learning aus der Krise ist, dass, und ich sage das als begeisterter Marktwirtschaftler, dass es Konstellationen gibt, wo der Staat einfach eingreifen muss, wo es das Kollektiv, und ich verwende jetzt bewusst dieses unschöne Wort, wo es das Kollektiv braucht im Sinne der gemeinsamen Verantwortung, um ein Land aus einer Krise herauszukriegen. Und das haben wir gezeigt. Das hat Österreich gezeigt, das haben die meisten Staaten gezeigt und das ist der Unterschied zu der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Aber im Grunde ist es auch der Unterschied zur Finanzkrise im Jahr 2008, 2009, weil durch die Unternehmensstützungen sind wir gar nicht erst in die Gefahr gekommen, dass die Krise aufs Bankensystem übergreift. Ja? Weil sonst hätten wir hinten auch noch eine Finanzkrise auch gehabt, wenn die Unternehmen eines nach dem anderen purzelt und irgendwann einmal erhalten es die Banken trotz der erhöhten Eigenkapital. Quoten nicht mehr aus. Also das haben wir schon gelernt. Der Eingriff des Staates leuchtet dabei der Chefin des wirtschaftsliberalen Eco Austria Institutes die Alarmglocken? Nein, also ich glaube, das ist das wurde heute schon gesagt, dass ich kenne keinen Ökonomen, der gesagt hätte, dass es jetzt schlechte Staatshilfen waren. Also alle sind sich einig, dass in einer derartigen Nachfragekrise ein wahnsinnig wichtig ist, dass der Staat das unterstützt. Das sehe ich genauso. Aber es ist auch wichtig, dass wir in guten Zeiten wieder zurück zu gutem Haushalt kommen, dass wir auch ausgerüstet sind für im Falle des Falles, dass es irgendwann in der Zukunft in einer Krise gibt, dann müssen wir auch mit einem soliden Haushalt dahin steuern, weil wir sehen auch in dieser Krise, dass gerade die Länder, die gut erwirtschaftet haben, Deutschland, Österreich, sind besser ausgerüstet. Sie können sich günstiger verschulden, die haben viel mehr Spielraum, auf diese Krise zu reagieren. Das ist anders zum Beispiel in Südeuropa. Und das zeigt uns besonders, warum es wichtig ist, außerhalb der Krisen gut zu wirtschaften, eben konsolidierten gute Finanzen zu haben. Was verändert denn diese Pandemie an der Art des Wirtschaftens, des globalen Wirtschaftens, aber auch der nationalen Volkswirtschaften sozusagen? Also ich denke nur an das Beispiel der Supply Chains. Das war gleich am Beginn so ein Thema, wo man gesagt hat, man wird schauen, dass man einen Teil der Produktion wieder zurückholt in die Länder. Ist das etwas, was noch aktuell ist oder hat man das schon wieder vergessen? Das hoffe ich nicht, weil das wäre ein fataler Fehler. Also wir haben unsere Wirtschaft, gerade Österreich mit der Exportquote von über 50%, haben wir diesen Wohlstand erreicht dadurch, dass wir mit anderen Partnern Handel betreiben, dass wir unsere Güter verkaufen, aber auch importieren von anderen Ländern. Und das jetzt abzudrehen, wäre ein fataler Fehler. Das wäre ein Einkommensverlust. Das würde auch unsere Wirtschaft gar nicht resilienter machen, weil das würde bedeuten, dass wir viel mehr von einem Land abhängig sind, zwar von sich selbst, aber das ist noch immer ein Land, das vor einer Krise getroffen werden kann. Also das würde ich jedenfalls als keine gute Lösung sehen. Was uns die Krise, sie hat vielleicht nicht viel groß verändert, sie hat aber sehr viele Trends sehr stark beschleunigt. Und insbesondere ein Trend Richtung Digitalisierung hat sich massiv beschleunigt. Und das muss man jedenfalls in die Augen behalten, dass da Österreich auch mit der Weltwirtschaft zusammenhängt. Das andere, was uns die Krise gezeigt hat, ist tatsächlich auch in internationalen Halt nicht immer gut ist, wenn man nur von einem Partner abhängig ist. Das war die Thematik im Frühling. Und um es resilienter zu machen, müssen wir auch darauf setzen, dass unsere Wertschöpfungsketten vielleicht diversifizierter sind. Vielleicht eine gute Idee wäre es, dass die EU doch stärker für Handelsabkommen mit Mercosur einsetzt, also dass wir eben noch mehr Partner haben, wo die österreichische Wirtschaft exportieren kann. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Zum Abschluss, welche Lehren ziehen Sie aus der Krise bis jetzt? Ich glaube, die wichtigste, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, dass man sich
niemals zu sicher sein sollte und immer auch das Unerwartete erwarten soll. Das hat uns, glaube ich, unsere Wohlstandsgeneration diese Krise schon sehr gelehrt. Es gibt einiges, was hier gesagt wurde, Regionalisierung und zwar im breiten Sinn. Das fängt an bei den regionalen Lebensmitteln, geht aber bis dorthin, dass ich auch regional eine moderne Gesundheitsversorgung, Stichwort Spitalstandorte, habe. Das Thema Digitalisierung, das ist nach wie vor für uns leider ein Infrastrukturthema, Stichwort schnelle Leitungen, aber auch ein inhaltliches Thema bis hin zur neuen Digitaluni, die wir Gott sei Dank bekommen werden. Und das Ökologisierungsthema oder Klimaschutz, wo wir jetzt schon sehen, es ist angesprochen worden, dass bei den Investitionen die Verknüpfung mit klimaschutzrelevanten Maßnahmen eine durchaus zielführende ist. Das sind ein paar so Schlaglichter, die, glaube ich, besonders in der Auslage stehen und auf die wir auch entsprechend setzen werden und die mithelfen werden, dass wir Oberösterreich auch wieder stark machen können. Wenn ich Sie jetzt noch nach dem Fazit aus unserem heutigen Gespräch fragen und darum bitten darf, was nehmen Sie mit? Also erstens sage ich ein großes Danke an die Frau Doktor und an den Herrn Professor. Ich nehme mit Zuversicht, dass es durchaus positive Stimmung gibt nach vorne, aber eben auch die Umsicht oder die Vorsicht, wenn man will, dass wir jetzt alles tun müssen, um diese Gesundheitskrise in den Griff zu bekommen, um das Virus zu überwinden. Und gekoppelt aus dem kann es eben gelingen, dass Oberösterreich ein so starker Beschäftigungs- und damit auch ein so sicherer Standort bleiben kann. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann, für dieses Oberösterreich-Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Dr. Köppel-Turina, und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Christoph Badelt. Dankeschön auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie dabei waren und dass Sie uns interessiert gefolgt sind. Ich würde sagen, nehmen wir es weiterhin ernst, packen wir es an und vor allem bleiben wir gesund. Dankeschön, meine Damen und Herren, bis bald. Kennen wir uns? In den Weiten der Landschaft bin ich zu Hause. Du triffst mich nicht auf Partys. Lieber feiere ich die Ruhe. Mit mir kannst du dich im Gefühl verlieren. Ich bin der Winter in Oberösterreich. Wann kommst du mich besuchen? Mit Freude Profi sein ist meine Bestimmung. Ich bin Wegbegleiterin mit Sinn. In meinem Sozial- und Gesundheitsberuf in der alten Arbeit. Einen Job machen mit Sinn. Werde Sinnstifter in Oberösterreich und informiere dich unter www.sinnstifter.at. Wir sind Zürtel und Speer aus Perfekt geweckt. Schaltet immer um kurz vor 7 Live-Radio ein. Wenn du deinen Namen hörst, ruf sofort an. Und du gewinnst dein Gehalt nochmal obendrauf, damit 2021 richtig gut anfängt. Alle Infos findet ihr auf liveradio.at. Zeitung. Mit dem besten Sport. Österreich. Leonding.
Menschen, die bewegen. Außergewöhnliche Lebensgeschichten. Persönlichkeiten im Gespräch. Der Talk im Paneum. Das neue Talkformat auf LT1. Samstag, 18 Uhr.